Grüezi miteinander und hallo zusammen, ich begrüße euch zum billigsten Weltwunder, was es eigentlich gibt, zu Tackling. Michi, was haben wir heute für Themen? Danke, Raffi. Also als erstes Thema haben wir natürlich Corona. Wir sind trotz unserer 157 Kilometer Distanz natürlich auch Corona-konform unterwegs heute. Dann zu der Sendung. Folgende Themen haben wir heute. Wir analysieren kurz und bündig die Niederlage gegen Lugano. Ist der FCL wirklich nur die 7. oder 8. Option bei Spielerhof, wenn der Verein wechselt? Ja, der FCL ist negativ in die Saison gestartet, was ja irgendwie kurioserweise in der Corona-Pandemie wieder positiv zu werten ist. Oder sehe ich das falsch? Nein. Kommen wir kurz auf das Spiel sprechen, Michi. Man muss nicht lange analysieren und ich bin jetzt aber auch ganz böse und sage, in meinen Augen ist das eines der schlechtesten Spiele gewesen, schlechtesten Startspiel gewesen vom FCL seit Jahren. Und es hat ganz klar aufgezeigt, wenn nur ein Teamstütze fehlt von letztem Jahr, dann ist das Team ein bisschen planlos. Und das hat sich wirklich so gezeigt im Spiel. Klar, man kann sich streiten über eine Penalty, ja oder nein. Meines Erachtens nein. Man muss jetzt auch nicht unbedingt den Zeitpunkt verteufeln, obwohl der schon haltbar war. Entschuldigung. Und ja, schlussendlich... Nein, es war einfach schlecht gewesen. Klar, kann man sagen, Michi, Maul abputzen und nächste Woche weitermachen. Und ja, es ist das erste Spiel von der Saison. Oh, wir verteufeln es noch nicht. Wir schauen jetzt einfach das Spiel an und einfach sagen, Herren, das war nichts. Oder siehst du das alles, Michi? Ja, Raffi, also ist natürlich ganz klar. Man hat das am Match gesehen. Ein Machota, der vorne fehlt, weil er einfach anscheinend nicht mehr 120% beim FCL ist, hat gefehlt. Der hat auch mit 80% noch mehr Gefahr erzielt vor dem gegnerischen Goal, in meinen Augen. Und hinten haben wir in der letzten Saison halt einen Marius Müller gehabt, der im Startspiel gegen St. Gallen gerade letztes Jahr doch der ein oder andere rausgekratzt hat, wo es halt gestern ja reingegangen ist. Vielleicht. Nur sei es drum, aber es hat doch wirklich aufgezeigt, man hat vorne Abgänge gehabt und kompensiert hat man sie bis jetzt noch nicht. Ich finde das ehrlich gesagt erschreckend, die Aussage. Klar, die einen sagen, es ist die Realität, die 7. oder die 8. Option zu sein. Aber versucht man da nicht wenigstens von dieser These ein bisschen wegzukommen? Das ist das, was mir ein bisschen weh macht. Ich meine, sei es dahingestellt, dass die Spieler vielleicht immer zu spät kommen. Oder eben so spät kommen. Und klar, es ist eine außergewöhnliche Situation. Finanziell und was auch immer. Aber du hast mir das früher schon mal gesagt, Michi, zu Zeiten von einem Türklimatz und Frei, dass der Frei enorm von einem Türklimatz hat profitieren konnte und ist der Stürmer geworden, wo er schlussendlich geworden ist. Und eben, unser Traumtransfer wäre ja ein Waro gewesen, der klar schon 36 war, vielleicht verletzungsanfällig, aber rein mit seiner Persönlichkeit hätte er eben die jungen Spieler noch ein bisschen führen können. Und das sind eben wirklich Aussagen, die mir persönlich ein bisschen Angst machen, die 7. oder 8. Option zu sein. Das bedeutet auch zum Beispiel, dass Spieler eigentlich gar nicht wollen, zum FCL kommen, wenn ja das schlussendlich nur die 7. oder 8. Option ist. Weiterhin, Michi, und das ist auch irgendwie fast ein bisschen der Schrill bei mir schon, Alarmglocke, wie man so schön sagt. Wenn ein Celestini nach dem Match-Interview sagt, oder nach dem Match ein Interview gibt und sagt, klar, die Jungen, die sind 95 Minuten gesäckelt, hä? Aber es fehlt uns noch an Qualität und an Persönlichkeit und er fordert Verstärkungen. Michi, kommt dir auch ein Trainer in Sinn, der das mal gefordert hat? Lass mich mal überlegen. Sagt der Thomas Heberli, nein, der hat gar keinen Plan gehabt. Ah, jetzt habe ich. Du meinst den René Weiler? Genau. Ja, der René Weiler hat seinerzeit auch gesagt, das Kader hat noch zu wenig Qualität. Wir müssen da noch Qualität und Persönlichkeit dazu holen. Kurz darauf aber ist er dann beim FCL nicht mehr an der Seitenlinie gestanden. Ja, und vor allem, wir sagen ja, wir sind gerne alle Jahre wieder.
Und da gibt es auch schon ganz viele Kommentare in den Foren, die sagen, ja, ihr wisst es ja, schlechte Vorrunde, gute Rückrunde oder umgekehrt, das ist normal beim FCL. Alle Jahre wieder würde aber dann auch bedeuten, eben, dass man spätestens im Winter wieder den Trainer in Frage stellt. Die einen wollen ihn loshaben, die anderen möchten jetzt schon wahrscheinlich einen neuen, nein, keine Ahnung. Und das gilt es doch auch irgendwo durch zu verhindern. Wie gesagt, es ist das erste Spiel, wir tun doch nicht so richtig schwarz malen, aber die ersten Lämpchen leuchten halt einfach schon wieder mal auf. Ja, das war es jetzt gesehen für unsere erste Sendung in der neuen Saison, ziemlich spät im September. Aber Michi, du hast noch etwas anderes gehört, etwas ganz Interessantes von der Super League selber. Ja, Raffi, und zwar etwas ganz Interessantes. Gerade jetzt aufgrund von dieser Corona-Pandemie hat der Swiss Super League können einen neuen Hauptsponsor an Land ziehen. Und der neue Hauptsponsor löst jetzt die Raiffeisen Bank ab. Das heisst also nicht mehr Raiffeisen Bank Super League, sondern, ihr seht es auf dem Bild, damit wünschen wir euch schöne Woche. Ciao zusammen.